Dresdens Volleyball-Shootingstar versucht alles, um schnell wieder fit zu werden. Lisa Izquierdo mit Extrarunden im großen Garten. Viele Hoffnungen, auf den WM-Zug noch mit aufzuspringen, hat sie allerdings nicht mehr. Ja, natürlich habe ich noch ein bisschen Hoffnung, aber mal schauen, wie sich das alles entwickelt und bin mal gespannt. Umso mehr dagegen ist ihr Wunsch, länger in Dresden zu bleiben, in Erfüllung gegangen. Der DSC ist ihr mittlerweile ans Herz gewachsen. Die schlagkräftige Angreiferin wechselte vor 7 Jahren vom VC Stassfurt in die Elbestadt und verlängerte heute ihren Vertrag bis 2016. Ich merke, Dresden ist meine zweite Heimat geworden und es ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen, die Stadt. Ich fühle mich hier total wohl, ich finde die Mannschaft einfach klasse und deswegen habe ich mich entschieden, auch hier zu bleiben. Mit dem deutschen Meistertitel 2014 kann sich die Nationalspielerin bereits schmücken. In dieser Saison sei der Gewinn von Meisterschaft und Pokal ihr persönliches Ziel.